Während der letzten mehr als 100 Jahre wurden viele Dutzend von Hortfunden in Mitteldeutschland gefunden, Hortfunde der frühen Bronzezeit. Sie wurden beim Ackerbau gefunden, beim Straßenbau, beim Hausbau. Kaum einer dieser Hortfunde wurde aber je in einer archäologischen Grabung planmäßig geborgen. Die große Ausnahme ist der Hortfund von Domsen. Dieser Hortfund wurde in einem Tagebau, in einer Plangrabung gefunden. Er wurde im Block geborgen, in die Restaurierungswerkstatt gebracht und sorgfältig auseinandergelegt und 3D gescannt, sodass wir auch genau wissen, wie die Dinge in dem Hortfund verpackt waren. Dieses Tongefäß war auf mehreren Ösenhalsringen abgelegt, die sehen Sie hier. Und darin befand sich ein Schmuckstück, aber nicht nur ein Schmuckstück, sondern mehrere Ketten, die an sogenannten Sichelnadeln hingen und sicher der Schmuck eines Gewandes waren. Es fanden sich auch Reste von Waffen. Hier ein absichtlich zerschlagenes Beil und hier die Spitze eines Dolches oder vielleicht eines Stabdolches. Daneben einige Armringe. All das war eng in dem Topf gepackt und auf diese Ösenhalsringe gelegt. Die Ösenhalsringe sind nicht unbedingt Halsringe für den Gebrauch, sie sind eher Barren, die am Ende ausgeschmiedet wurden, um zu sehen, ob die Kupferqualität ausgezeichnet ist. Und damit wurden die sozusagen gehandelt. Und zwar Jahrhunderte, vielleicht von 2100 bis 1750. Und um 1750 haben wir dann eine andere Handelsform, nämlich sogenannte Spangenbarren. Wir haben hier einen Spangenbarrenfund von Oberndingen. Der ist bei Erding in Südbayern gefunden worden und es handelt sich hier nach den Analysen um Mitterbergkupfer, zur Hälfte in etwa, das aus dem Österreichischen kommt, also nicht weit von Erding, und es etwas aus dem Salzachgebiet, und des Weiteren handelt es sich um Kupfer, das aus dem slowakischen Erzgebirge kommt, die beiden Hauptkupfersorten in dieser Zeit. Diese Spangenbarren wurden in dieser Form so gegossen, sodass sie diese Spangenbarrenform annahmen. Und sie haben je nach Guss verschiedene Gewichte, die liegen so zwischen 100 und 120 Gramm. Die meisten Gewichte dieser Spangenbarren liegen bei etwa 100 Gramm, 97 Gramm, 103 Gramm, etwa um die 100 Gramm. Und das Auffällige ist nun und das Spannende, dass man noch die Bastbindung feststellen konnte und die Bündel sozusagen zuweisen konnte. Und es waren fast immer, es sind immerhin insgesamt 800 solche Spangenbarren, es waren fast immer Zehnerbündel. Das heißt, wir haben hier ein Dezimalsystem und diese Zehnerbündel waren wieder in Zehnerbündeln zusammengelegt, wieder in anderen Bündeln, sodass wir sagen können, ja, wir haben hier ein bewusstes Dezimalsystem. Und wenn wir uns nun die Gewichte ansehen, dann ist man wirklich hoch erstaunt, dass die Gewichte dieser Zehnerbündel, obwohl die einzelnen Barren unterschiedlich sind, in etwa immer ein Kilogramm ergeben. Und das ist natürlich schwer zu erklären, denn jeder weiß, dass das Kilogramm eine Maßeinheit ist, die sich aus einem Liter Wasser ergibt, die sich aus einem Dezimalsystem ergibt, die aber erst 1793 mit der Französischen Revolution festgelegt wurde. Es muss also auf ein älteres Dezimalsystem zurückgehen. Wir wissen, dass es in Indien, in China, in der Vorgeschichte bereits Dezimalsysteme gibt. Und wir haben hier das älteste Dezimalsystem Mitteleuropas vorliegen. Und das, denke ich, ist außerordentlich spannend und zeigt, dass nicht nur die Himmelsscheibe von Nebra ein Hinweis darauf ist, dass wir die Vorfahren offenbar dramatisch unterschätzen und noch vieles nicht wissen und dass jeder Neufund, der zu uns kommt, uns sehr, sehr hilft. Überflüssig zu erwähnen, dass die Himmelsscheibe aus Mitterbergkupfer gemacht wurde. Und wenn man verstehen möchte, wie das Mitterbergkupfer nach Mitteldeutschland kommt, dann muss man sich den Hortfund von Greding anschauen. Dort haben wir offenbar die Traglast einer Kruke oder eines Rucksackes. Dort finden sich etwa 30 Kilo dieser Bronzebarren, dieser Spangenbarren deponiert. Jeder kennt die Autobahnausfahrt Greding, praktisch direkt auf dem Weg von den Alpen
nach Mitteldeutschland, sozusagen zum Schkeuditzer Kreuz, wo in der Nähe Dieskau liegt. Also eine optimale Verbindung. Und so kann man sich vorstellen, dass das Mitterbergkupfer aus dem Alpenraum direkt nach Nebra kommt und dort irgendwo zur Himmelsscheibe verarbeitet wird.